Ja, Agenten, da sind wir wieder bei The Division. Die Eierkuchen wurden gemacht, wurden verzehrt. Wir haben den Bauch voll und wir können weitermachen. Die zweite Folge von meinem Let's Play zu diesem geilen Spiel. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen und jetzt machen wir einfach mal weiter, damit wir aus dieser ersten Zone rauskommen. Ja, und New York eben entdecken können, ne? Ich lade mal nach und dann gehen wir zum Revier und Sie entfernen sich aus dem befreien das sicheren Bereich. sozusagen. Ich muss mal kurz den Sound bei mir etwas runterdrehen. Das war etwas laut. Okay. Dann gehen wir mal los. Also das Spiel ist wirklich schön gemacht. Ich spiele zwar jetzt nicht auf der besten Grafikqualität, aber dennoch sieht es gut aus. Und es sind so kleine Details, die das Spiel einfach immer wieder schön machen, ne? Ihr hört ja, dass die... Da läuft irgendwo ein Radio. Manchmal schreien Männer aus dem Fenster, weil sie nichts mehr zu saufen haben und fragen, ob du was zu saufen hast. Andere machen Fotos mit ihren Handys. Also, ja, also ist es schon nice. Agent, bringen Sie das Dann mal Revier wieder los. unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Das lassen wir nicht zu. Feinde im Anmarsch. Nicht der Agent Lahn. Da sind sie. Wir haben Bewegungen auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Okay, dann schießen wir die zuerst ab. Ja. Die Granate ist ihm in der Hand explodiert, würde ich einfach mal sagen. Geile Musik. Dann gehen wir weiter. Brooklyn Zentrale, hier Division Command. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge und eine sind neue blockiert. Rüstung. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Kommen Sie von hinten. Ja, okay. Etwas, woran ich nicht gedacht habe, ich werde mal die Musik ausmachen. Nur im Fall, dass es irgendwie Copyright-Probleme geben könnte. Aber die Game Sounds haben wir ja trotzdem. Die Musik ist nicht allzu. Sie ist zwar schön, aber nicht allzu wichtig. Die Cleaners wollen Elvis nur plündern, nicht anzünden, oder? So. Kämpfen, ich aber auf keinen Fall. Weil die Musik war jetzt doch, lauter als ich dachte, würde ich einfach mal sagen. Ich dachte, man hört sie nicht so arg, aber. Nee, nee, bleib da. Komm nicht. Du brauchst nicht. Komm. Das ist nicht nötig. Und der latscht da so ganz locker. Solange die mir nicht in die Kugeln rennen, geht's. Jetzt haben sie es bemerkt. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, so ein Schwarzer, der um sich schießt, das ist ganz normal. Nee, bleib da. Ah, die G36. Ich muss es immer wieder sagen. Da hat man Glück, wenn man so eine Waffe am Anfang findet. Das macht die Sachen schon wirklich viel leichter. Feinde im Anmarsch. Marsch, okay. Man kann diese Fässer auch explodieren lassen. Ne? Hopp. Immer schön in Deckung bleiben. Besonders am Anfang eine Kugel zwischen die Augen, das ist immer blöd. Das kratzt nicht nur, sondern ja, das tut echt weh. Die Zähigkeit ist am Anfang wirklich nicht so hoch und
zwei, drei Kugeln können einen töten. Deswegen besonders am Anfang die Deckung immer nutzen. Ja, komm. Oder ich lade nach. Ja. Diese Gegner, die auf einen zurennen, die muss man wirklich schnell ausschalten. Danach blockieren sie einen, weil sie schlagen laufend auf einen ein und dadurch kann man nichts mehr machen. Man taumelt nach hinten und und kann sich nicht wehren, außer mit einem Schlag. Aber schießen kann man nicht wirklich. Man kann auch nicht wirklich zielen, weil man taumelt. Das sind die Gegner mit den Blitzen neben dem Namen, die man wirklich zuerst ausschalten sollte, weil die rennen einen auch die Deckung ein, ne? Die kommen um die Deckung rum und hauen auf dich ein. Danach die zweiten Gegner, würde ich sagen, das sind dann eben diejenigen, die Granaten werfen. Die sind auch sehr schlimm. Hopp. Nahrungsmittelskonserve. Okay, ich durchsuche mal alles. Was ich eben genommen habe, das sind die Nahrungsmittelkonserven. Das kann man auf diesem Rad sehen. Das sind Nahrungsmittelkonserven, erhöhen die Heilung um 40%. Das ist manchmal ganz gut. Da gibt es mehrere von. Da sieht man die Effekte. Schaden gegen Elite, das ist erst später. Oder wenn man beim Leveln irgendwie einen Boss trifft. Und eben die Explosivgeschosse, die sind auch sehr gut. Die machen zusätzlichen Explosionsschaden. Ein bisschen zusätzlichen DPS, das ist immer gut, würde ich einfach mal sagen. Und weiter geht's. Denn wir müssen ja jetzt die ganzen Pfannkuchen, die der Agent gegessen hat, wieder ein bisschen abbauen, ne? Weil bisschen rennen, bisschen schießen. Oh, eine X45. X45 ist wirklich eine gute Pistole. Eine gute DPS. Sieht man auch. Gut, es ist auch höheres Level, aber generell im Spiel ist die X45 eine gute Handfeuerwaffe. Kann ich nur empfehlen. Die nehme ich dann auch gleich mal. Denn die werde ich dann automatisch benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Schild ziehe. Was hier ist? Nichts. Okay. Dann werde ich mal die GTF-Officers da rauslassen. Ja, bitte, bitte. Ach, da hinten sind jetzt die Türen aufgegangen. Da habe ich nämlich noch nie geguckt, ob da jetzt was drin ist. Pisseimer, nee. Oh, ist die Toilette dreckig. Da holt man sich ja was weg, wenn man da... Okay. Hier hat jemand seine Sachen liegen lassen. Ah, und da ist... Aber ich glaube, das kann ich nicht mehr nehmen. Ich habe schon zwei Medikits. In diesen roten Rucksäcken sind meistens Medikits drin. Ich habe aber momentan schon zwei und mehr kann ich nicht nehmen. Das Limit erhöht sich dann mit der Zeit. Wenn man die Sachen freischaltet im Spiel, da kann man dann bis zu 5 haben. Nahrungsmittelkonserven. Okay, danke. Nochmal Medikit. Okay, dann war es das Weihnachtsbaum. Hier ist nochmal eine Küche. Das sieht man auf der Karte sieht man das ganz genau. Wo die Verbrauchsgüter versteckt sind. Ne? Das sind diese kleinen Icons auf der Karte. Entschuldigung, da ging mein Spiel jetzt eben kurz mal weg. Ich sammle mal weiter ein. Und
Ich hoffe, das hat jetzt das Bild jetzt nicht zu kaputt gemacht. In dem Video, ich glaube, das werdet ihr gar nicht bemerken. Aber mein Spiel ist jetzt mal kurz weggegangen, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Aber das ist nicht so schlimm. So, dann räumen wir die mal ab. Seht ihr das? Der hat da so einen Blitz. Das heißt, der kommt euch die Fresse einrennen. Ja, du schießt gegen eine Mauer. Komm raus da. Da hinten ist auch einer. Immer schön aufpassen, dass die einen nicht flankieren. Das machen sie nämlich sehr gerne. Okay. Lass sie kommen. Ja, immer schön Kopfschüsse. Das ist ganz gut. Extra XP. Ach, die haben immer noch so alte Bildschirme, ey. So. Noch Sachen zum Einsammeln, ist es unten. Man sieht es auf der Karte, dass wenn ein Element unter einem ist, dann sieht man, dass auf der Karte hat man das Icon mit einem kleinen Strich nach oben und einen Punkt. Das heißt, das ist unter einem. Über einem wäre das Item mit einem Strich nach unten und einem Punkt unter dem Icon. Gewöhnungsbedürftig. Ich hatte es am Anfang nicht verstanden und ich bin dann immer im Kreis gerannt und habe mich gefragt, wo die Sachen sind, obwohl es über mir war. Gut, und jetzt komme ich hier raus. Alarm! Feinde entdeckt! Es ist egal, wie viele da sind, bist du da sicher? Gut. Hopp. In den Rucksack schießen. Man merkt, dass man diesen Schwachpunkt getroffen hat, wenn der Cursor gelb wird. Das sind dann meistens so Gegner, die tragen Granaten und wenn man dann da reinschießt, dann explodieren die. Ne? Dann braucht man die nicht komplett runterarbeiten mit seiner Waffe. Ne? Da braucht man einfach nur in den Rucksack schießen. Das wusste ich jetzt, aber der Reflex kommt dann auch sehr schnell, dass man in solche Sachen zuerst schießt. Mal schön in Deckung bleiben. Oh, da ist ein Boss. Da müssen wir jetzt aufpassen. Da nehme ich dann mein Schild. Seht ihr? Da zocke ich jetzt, da ziehe ich jetzt automatisch meine Pistole, denn ich kann nur mit der Pistole schießen, wenn ich den Schild habe. Was aber nicht so schlimm ist, dadurch brauche ich keine Heilung, denn alle Kugeln gehen in den Schild. So. Das kann ich wegschmeißen. Ein super Skill zum Anfang. Man ist natürlich nicht so mobil, als wenn man jetzt rumspringen könnte, rumrennen könnte. Man kann mit dem Schild leider nur laufen, aber dafür schützt er einen fast komplett, solange man sich richtig positioniert. Ne? Das ist sehr gut gegen die ersten Bosse. Dann sind wir fertig mit dieser Mission. Stabilisiert. Manhattan. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. Die equippe ich mal, obwohl ich eigentlich Fan von der G36 bin, weil die einfach besser ist und vor allen Dingen ist die grün. M4 ist auch eine gute Waffe. Also wechsle ich mal. Ich kann ja später gucken, ob ich noch eine bessere finde. Und ich habe meine erste grüne Maske gefunden. Da seht ihr nun, dass ich hier eine Statistik jetzt habe. Das ist Schusswaffe. Und sie hat auch eine bessere Rüstung. Also beide Elemente, wie, so gut wie die Fähigkeit, als auch das Primär-SPS werden erhöht. So entstehen dann später auch Builds, ne?
für diejenigen, die das nicht wissen. Natürlich die Spieler, die das Spiel schon kennen, wissen das alles. Und zusätzlich bekomme ich 3% mehr XP, wenn ich Gegner töte. Auch nicht schlecht. Ja, Waffen. Ja, ja, gut, passt. Das weiß ich. Dadurch seht ihr, dass es ein neuer Spielstand ist, denn sowas bekommt man später nicht mehr angezeigt. Aber das weiß ich ja. So. Ja, da brauchen wir jetzt nicht weiter gucken. Da gehe ich dann mal durch. Haben die Missionen sozusagen auf der ersten Map eben abgeschlossen. Brooklyn. Und gehen jetzt zu dem Abholpunkt für den Helikopter, damit wir nach Manhattan fliegen können. Und da so richtig aufmischen können. Ich halte die Schnauze. Schöner Bart, schöner Bart. Geile Brille, geile Brille. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Dann los! Willkommen, Agent. Ah! Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Sorry. Wenn wir Sie retten. Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten es gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF 68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF 68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit.
Ich vertraue ihm. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zurecht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstille herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Yay. Viel Glück, danke. Ah, das ist so der nice. Der Meister ist Ihr Mann. Sie finden ihn direkt am Tor. Okay. Eine Trage hier am Dock. Dann holen wir uns mal die Mission. Ja, jetzt sind wir hier in Manhattan. Schöne große Stadt. Ach, mal, da kommen sie mit der Trage. Ja, die Arme, die wurde ganz schön angeschossen. Also, anexplodiert. Würde ich einfach mal sagen. Ja, die hat ganz schön was abbekommen. Aber sie wird's überleben. Die hat es ja auch geschafft, mich da an den Helikopter zu ziehen, also. In der Hinsicht ist sie ganz schön hart im Nehmen. Ja, dann sind wir hier so in so einem Camp, ne? Hier sind die Verkäufer. Und hier, diese Charaktere, diese JDF-Officer mit diesem Icon über dem Kopf, das sind diejenigen, die die Aufträge, die Nebeneinsätze geben. Ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran, Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich habe diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werde dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Danke, Schätzchen. Ja, verkaufen. Nachladen? Ne, wir kommen nicht ins Geschäft. Ich habe nicht genug. Also, ja, jedes Mal, wenn man in so ein Safehouse kommt oder so ein Camp eben, ne, da gibt es immer einen JTF-Officer, der einem die Einsätze gibt. Und hier sind dann meistens auch die Pläne, diese großen Karten, wo man die Kämpfe in der Zone eben ausfindig machen kann. Und dann eben ablaufen kann, ne? Unsere Hauptmission wäre jetzt erstmal, das ist schon angezeigt auf der Karte, sieht man, das wäre zur Operationsbasis zu kommen. Wo bleibt die Verstärkung? Ich habe einfach keine Leute. Wir haben Verwundete, wir haben Deserteure, es wird niemand kommen. Sie sind auf sich gestellt. Mir egal, schicken Sie irgendwen. Schalten Sie das Funkgerät ab und kommen Sie selbst. Sie brechen durch und wir haben nichts, um sie aufzuhalten. Ja, ein bisschen Panik schiebt da schon, ne? Es ist doch nur die Apokalypse. Also, da hat man denn, ich habe das jetzt hier genommen, die Mission, ne? Wir sind hier im Camp Hudson. Und das sind eben die Kämpfe, die man freigeschaltet hat. Da könnt ihr dann später sehen, warum die diese Farben haben. Oder ich kann es euch zeigen, ihr seht hier oben links. Medizinflügelgüter. Jeder Kampf ist eben für einen bestimmten Flügel, den man in der Operationsbasis freischaltet und so Punkte verdient, damit man sich dann später seine Skills kaufen kann oder Verbesserungen. Ne? Und diese Türkisen, wie meine Frau immer so schön sagt, nicht die hellblauen, sondern Türkis, sind die Nebeneinsätze, die meistens gut XP geben und die vor allen Dingen die Geschichte auch etwas vorantreiben. Ja. Ich würde sagen, dann hören wir diese Folge dann erstmal auf, die zweite Folge von The Division. Und wir machen dann mit diesen Missionen nächstes Mal weiter. Da holen wir uns die Operationsbasis und bauen das Ganze wieder auf. Ja, so einfach ist das. Dann wünsche ich euch noch alles Gute. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Also ich hoffe es. Lasst ein Like, abonniert euch, wenn ihr die nächsten Folgen sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüssi.